Jetzt haben Sie vorher so stolz gesagt, ich bin sein Papi. Ja. Haben Sie selber nie vermisst, kein Kind zu haben? Was hat dich weg vom richtigen Weg gebracht? Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Wir starten heute die Sendung am Bielersee. Und das sind die drei Objekte, die ich für die Viola ausgesucht habe. Bonjour, Monsieur! Viola, bonjour. Danse de Limbo. Comment? Danse de Limbo. Okay. Okay. Hoi. Schönes Plätzchen. Ja, sind wir noch nie gesehen am Bielersee. Mm-mm. Wir starten diese Sendung in Biel. In dem bescheidenen Häuschen hier. Ist das ein Schloss? Die Besitzerinnen und Besitzer, die drinnen wohnen, nennen es Schlössli. Sie wollen nicht so. Klotzen. Genau. Allerdings, als ich gefragt habe, wie viele Zimmer das hat, hat er gesagt, keine Ahnung. Also, es kommt vielleicht doch an einem Schloss relativ nahe. Denn das nächste Objekt braucht wahrscheinlich gar nicht viel Wort, um das Interesse zu wecken. Er will einfach blau machen, oder? Und es ist übrigens, das sieht man nicht mehr wirklich gut, ein altes Bahnwärterhäuschen. Also es liegt direkt an einer Zugstrecke. Und er war mal Bahnwärter, oder nicht? Er hat bei der SBB geschafft, im technischen Dienst. Also er hat allgemein einfach gern bunt, weil er findet, es gibt zu wenig bunte Vögel in der Schweiz. Mhm. Und da möchte er ein bisschen Gegensteuer geben. Oh oh! Ja, und zum Abschluss. Nochmal ein grösseres Anwesen. Was ist das? Garten. Ein Internat? Ja, es geht in die Richtung. Zucht und Ordnung. Zucht und Ordnung, ja. Du hast mal den Wunsch geäussert, du würdest mal gerne dorthin. In ein Gefängnis? Für einige Leute ist es vielleicht ein kleines Gefängnis. Aber nicht für die, die dort leben, weil die haben das völlig selber gewählt und gehen dort total auf. Ein Kloster ist das, oder? Exactly. Aber ja, jetzt auf zum Schlössli. Wir können laufen. Oh. Wo ist meine Kutsche? Braucht das Kründli eigentlich? Nein, du bist Prinzessin genug. Wo ist das Schloss? Da. Sieht aus wie so ein Hintereingang, der eh verschlossen ist. Zu? Ja. Nein! Hast du das jetzt geknackt? Ja. Das ist mal eine Hütte. Da ziehe ich ein. Gut. Prinzessinnenfrisur. Gut. Hallo zusammen. Hallo miteinander. Hallo. Da ist Ding Dong. Es hat geheißen, wir dürfen vorbeikommen in eurem wunderschönen Schloss. Wir haben es also schon von außen bestaunt. Und ich habe mich ohne einen Blick reinzuwerfen schon entschlossen, dass ich einziehe. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Hat er noch Platz? Das habe ich eben fast gedacht. In diesem Haus oder im Nebenhaus? Ich nehme das Nebenhaus. Das ist kein Problem. Dürfen wir reinkommen? Ja, gerne. Das ist Marlis. Ja. Joachim ist mein Name. Joachim, Marlis. Ja. Viola, freut Viola. Mich sehr. Und ja, freut mich. Ja. Herzlich willkommen zu Biel. Ja. Wohl, wir sind gerade im Eingangsbereich. Ich glaube, die wird das Ganze aussehen. So, das wäre sehr schön. Aber ich sage, mir gefällt schon der Eingangsbereich. Und das ist nicht immer so. Ja, was machst du genau? Wahnsinn. Gut, ich habe das Prinzip kapiert. Sorry. Gehen wir rein. Das ist eigentlich die Eingangshalle, sagen wir. Es ist nicht eine Halle, aber es ist auch gleich. Kann man da trinken? Es ist Quellenwasser, ja. Ein Brunnen in der Eingangshalle? Nein, sorry.
Und hier ist die Küche. Die ist einfach so, wie sie war. Möbliert. Und hier ist alles neu. Ich will auch so eine Küche. Jola, wenn du so eine Küche hättest, dann müsstest du vielleicht mal anfangen zu kochen. Wenn ich so eine Küche hätte, hätte ich einen Koch. Aber eben, ein Schloss hat meistens ja auch einen Schlossgeist. Nein, das stimmt nicht. Das nicht? Stimmt, nein. Nicht? Nein, muss nicht sein. Sorry. Sorry. Das ist deine Welt. Das ist nicht mehr deine Welt. Kaputt ist. Also, ja, ja. Wie sind denn ihr zu dem Schloss gekommen? Also, das ist ganz unspektakulär. Das war ausgeschrieben. In so einem Immobilienportal. Mhm. Malis hat es gesehen. Ich habe es gesehen, ja. Und hat mir es geschickt. Hast du das gesehen, da, Haus Bieler? Und ja, das hat man kennt, das Haus. Mhm. Mir hat es auch nicht gesehen, muss ich sagen. Es ist ganz verwachsen total verwachsen. Gewesen. Gehen wir weiter? Ja. Da schauen wir auch das Ding da. Da haben wir das Ding. Ja. Genau. Und dann, was sagt ihr mich so? Wenn wir Ding Dong schauen. Was hat die Anlage? Wir lachen viel natürlich. Du schaust, was ich anhabe? Ich schaue aber so an, wie schön ist jetzt die Anlage wieder angelegt. Aha. Wir geben eben immer schön Acht auf sie. Und, ja, ja. Schön. Dann sie einkleiden, schminken, strählen. Ja, genau. Alles. Schön wär's. Das ist das Ding-Dong-Zimmer eigentlich, oder? Eigentlich, ja. Wenn so willst, ja. Ja, genau. Schön. Findest du das nicht auch schön? Mal, fühlst du dich wohl, oder? Ich kann mal so chillen. Das Spirit. Das ist ein gutes Spirit. Soll ich ein real feeling dann am Fernseher in der Hampelmann machen? Mach mal. Ding-Dong. Jola, hallihallo. Kommen wir rein. Okay. Wenn es in einem Raum halt, ist er gross. Das ist so. Mein Gott. Ja. Wer ist das? Ich habe einen Kollegen hier, Viola, habe ich nicht gesagt. Ein Freund von mir, der Drohnenaufnahmen macht, ganz spezielle. Aber, hallo, Drohnenfreund. Der Reto. Hallo, hallo. Viola. Viola, freut mich. Reto. Genau, Reto. Freut mich. Und du darfst jetzt hier ein bisschen dröhnen. Er hat mich gefragt, ob ich eventuell noch eine Perspektive mehr einfallen von dem Haus. Er macht unglaublich viel. Er fliegt in so ein Loch in den Raum hinein und bewegt sich im Raum und fliegt unter den Beinen durch. Also sehr speziell. Okay. Und ich denke, ja, wäre cool. Wenn mit diesen Blutdosen da. Da musst du also gut treffen. Also er fliegt durch Bäume durch, also schafft er auch durch Blutdosen durchkriegen. Okay. Das ist ein Wohnzimmer. Es war auch einmal früher ursprünglich zweiteilend. Und wir haben hier ein Möbel rausgenommen und haben hier eine Säule verkleidet, dass es etwas anders aussieht. Und haben, ja. Aber der Reto ist also wirklich. Kann mich nicht mehr auf die Stufe konzentrieren. Gut, Reto, wir gehen zum Stock rauf. Wie viele Zimmer hat das Haus? Ich weiß nicht, aber genug. Das ist der Stock der Kinder. Also jedes Kind hat ein Zimmer, wir haben eins. Und nicht das eine oder andere mehr. Ja. Aber jetzt sind wir auf dem Stock der Kinder. Also Kinder, die sind. Unsere drei Kinder wohnen auf diesem Stock. Ja. Wie alt sind die? 19, bald 18 und 16. Okay, wo dürfen wir anfangen? Wir fangen beim Lorisan. Und wir haben die Erlaubnis, hä? Ja. Die haben uns erkauft. Ah, wirklich? So läuft das bei euch? Der hat wirklich immer so aufgeräumt. Ja. Das ist nicht wahr. Doch, das ist wahr. Der ist 16 und hat immer so aufgeräumt. Ja, das ist wirklich sein Zimmer und das sieht immer so aus. Ja. Also, alle drei Kinder haben das Zimmer, das sie wollen. Es hat keine Diskussionen gegeben. Der Loris hat das cool gefunden. Also, ich kann es langsam nicht mehr glauben. Keine Diskussion unter den Kindern. Und der Loris 16 hat immer sein Zimmer so aufgeräumt. Irgendetwas stimmt in dem Schloss nicht. Das ist das Zimmer von Julia. So schön gemacht, so schön eingerichtet. Was für eine Aussicht. Ja, sie hat tatsächlich das Zimmer gewählt, weil sie das Gefühl hatte, dass es die schönste Aussicht ist vom ganzen Haus. Und ich glaube, sie hat recht. Mhm. Also, ja, wirklich spektakulär. Du, und das ist ihr Schrank? Ja, sie hat schon noch einen Schrank, aber der ist hinten da. Aber das ist auch so ein bisschen aufhängt. Das sind so die Lieblingskleider. Oder das sind die, die ich daraus auswählen darf. Ja. Nein, aber sie hat etwa meine Größe gesehen. Ja, es ist schon ein bisschen grösser.
Tut mir leid, das sagen müssen. Länger. Wie bitte? Auf jeden Fall länger. Sehr schön. Sag mal, was könnte mir da. Sollst du etwas mitnehmen? Oder? Ja, ja, ich habe es gedacht. Ja. Dann, das wäre eigentlich mein Prinzessinnenkleid, oder? Würdest du es anlegen? Also, ich weiss nicht, ob du überhaupt darfst. Dürftest du auch. Meinst du, ich darf es anlegen? Ja, sie ist schon nicht da. Sie das wäre also eine Premiere. Ich habe noch nie bei Ding Dong etwas angelegt für jemand anderes. Darfst du auch beim neuen Bund ziehen? Jedem zweiten Haus. Nein! Schau da. Entschuldigung. Ich habe das Gefühl, sie hat nicht Wahrheit. Sie legt jedem zweiten Haus etwas an. Sie hat sogar beim Ferrari-Show seinen Badmantel angelegt. Komm. Oh mein Gott. Wow. Hallo zusammen. Sehr. Du bist doch wieder Prinzessin. Oh Gott! Was? Oh Gott! Nicht! Findest du es doof? Nein. Es sieht gut aus. Es ist wie angegossen. Ja, es ist wirklich eigentlich passend. Ich weiss gar nicht, warum du mir nicht den Dresscode durchgegeben hast für das heutige Haus. Das muss ich an Julia schicken. Aber jetzt schwebst du nur noch durch das Haus durch. Das ist das Zimmer von Noel. Das wäre auch mein Zimmer. Das finde ich wirklich das absolute Traumzimmer. Das glaube ich dir. So schön. Gehen wir ins Bad von Ihnen? Die Kinder haben ein eigenes Bad. Ja. Gehen wir rein? Ja. Oh. Ich passe so gut in das Schloss. 100% holt sie jetzt noch in die Badwanne rein. Du kannst immer mit einer Prinzessin ein Kleid in der Badwanne. Speziell an diesem Bad ist wichtig das Fenster hier. Das Gussfenster ist tatsächlich im zweiten Bahnhof von Biel gewesen. Und das haben wir bekommen von der Denkmalpflege vom Kanton Bern, wo Leute, die so ein altes Haus haben, einen Baumaterial zur Verfügung gestellt haben. Ja, das ist das Bad der Kinder. Also wenn das Kinderbad ist, dann nicht mehr wunder wie uns. Oh, dann bist du bist enttäuscht sein wahrscheinlich. Wirklich? Ja. Alles für Kinder. Alles für Kinder. Du machst es elegant, Jan. Ja, sind wir hier in unserem Stock und wir können mit dem Bad ankommen, das wir haben, Viola. Das... Machst du das Licht? Ne? Das ist euer Bad! Jetzt hast du Mitleid, gell? Ja, jetzt habe ich wirklich schon fast Mitleid. Ja, es ist tatsächlich ein bisschen kleiner als. Wie ich habe gemeint, hier rein findet wirklich das Königsleben statt. Ja. Ein Himmelbett! Zehn Sekunden und sie liegt drin. Hast du schon gehört? Das Problem ist, ich habe jetzt die Vision nicht zum Drillingen, sondern wenn ich so ein Bett sehe. Drei Flüge. Drei Flüge? Eben, das würde ich sehen. Jawohl, also kannst du alle aufnehmen von oben. Ich muss zuerst die Prinzessin in mich hin. Nein, ich muss hocken zum Drillingen. Ja. Disco. Maris, ich sage, du hast das Bett ausgesucht, oder? Nein. Es war nicht ganz so. Es ist im Gegenteil. Sie hat das nie wollen, das Bett. Nein, wir das ihr auf ein Geburtstag geschenkt. Es ist immer so, wenn ich etwas will, was ich nicht will, schenke ich es. Nein, sie hat schon sehr Freude. Er schenkt sich Sachen zu deinem Geburtstag eigentlich. Und das Haus hat sie auch nicht unbedingt wollen, zu Maris, muss ich sagen. Ja. Das hat auch geschenkt. Das ist auch geschenkt. Hat viel Überzeugungsarbeit gebraucht, auf jeden Fall. Aber genau. Ich glaube, möchte ich mittlerweile, schon genau. Wieso hat man dich überzeugen, in ein Schlüssel zu ziehen? Ja, erstens, es hat ausgesehen und die Arbeit und so. Also schon selber ist schon ein Märchen, ja. Das ist so, auf jeden Fall. Aber die Arbeit und ja. Apropos Arbeit. Müssen die auch noch arbeiten oder sind die 100% Schlossherrin und Herr? Nein, wir müssen beide arbeiten. Ich arbeite in der Kita. Genau. Die geben mir sehr viel, die Kinder. Ja, und du arbeitest. Für eine Immobilieninvestor. Neben dem Hof-Drohnenpilot gibt es auch noch Hof-Alpakas. Oh, ich sehe es! Schau mal. Oh. Das ist
Du kannst es probieren, ein bisschen auf die Hand zu tun. Und ihr, schau, so. Vielleicht schaffst du es mal so, ein bisschen zu tun und ein bisschen anlegen. Schau mal, Moa. Viola, jetzt, wo wir die Alpakas noch sehen, sind alle deine Träume im Schloss in Erfüllung gegangen? Ja, bleiben ist wahrscheinlich ausgeschlossen. Mhm. Aber so für einen Tag Prinzessin hat sich also gelohnt. Ja, wir müssen eben sonst leider weiter. Schon? Mhm. Ja, gut. Also, wohin geht's jetzt? Wir gehen jetzt in ein blaues Schloss. Ich hoffe, du erzählst mir nicht, wie das Blaue vom Himmel. Machen Sie mit und entdecken Sie das natürliche Nähen mit einer Nähmaschine von Bernina. Jetzt anrufen auf 0901 55 66 00 für 1.20 Franken oder gratis mit dem Handy im Internet. Unter allen Teilnahmen verlosen wir eine Bernina 485 inklusive Ecoplant Bags aus 100% Schweizer Leinen und Zimmerpflanzen im Gesamtwert von rund 2.500 Franken. Ob Sie gewonnen haben, erfahren Sie am Schluss der Sendung. Alle Infos auf srf.ch. Ein Gang, aber ist manchmal auch gut. Nächstes Mal gehe ich mit dem Zug. Ja, okay. Gutes Stichwort. Wir gehen jetzt zum Mann im Bahnwärterhäuschen. Zum Bruno. Bruno? Bruno, der wohnt hier direkt am Bahngleis. Jetzt den bald links. Zum blauen Bruno. I'm blue, babu, di, da, du, da, du, da, du, di, da, du, da. Ich sehe eine Frau. Ich sehe auch noch eine Penisstatue. Nein, bitte. Hallihallo! Wir suchen den Bruno. Ja, der kommt. Ah, eben. Und wer sind Sie? Bettina. Hoi, Bettina. Du wohnst auch hier? Nicht mehr, früher. Aha. Ja. Warum wohnst du denn nicht mehr da? Ist der zu bunt geworden? Ja, genau. Aha, wirklich? Lebendig. Okay. Das Gälehaus gehört auch dazu, oder? Jawohl, jawohl. Also, der Bruno. Komm. Ja. Bruno, komm! Ist das jetzt so inszeniert? Wie? Sein Auftritt? Ich weiss es nicht. Hoi Bruno! Tschüss! Hoi Viola! Hoi! Tschüss! Jan, hoi! Hoi Bruno! Was hast du jetzt noch etwas gewerkt? Oder ist das jetzt dein grosser Auftritt? Nein, ich bin hier in einem Umbau. Ah, okay. Mhm. Aber ich könnte schnell einen Augenschein nehmen. Eine Ecke habe ich auch im Bett. Okay. Bruno, wir kommen, hä? Ja, okay. Und was wird denn da rein, wenn es fertig ist? Ein Raum, wo du gemütlich einen Abend verbringen kannst. Mit guter Musik und guter Gesellschaft. Also, das ist dein Partyraum? Genau. Gut. Und machst du gerne Party? Sehr. Bettina, nimm mir jetzt nur ein Wunder. Du hast ja auch lange da gewohnt. Jawohl. Beim Bruno. Mhm. Hast du mich cool gefunden, wenn er seine Partys schmeißt? Ja, sehr. Aha. Sehr. Also, ihr zwei waren noch mal ein Paar, ja. Aber jetzt nicht mehr. Jawohl. Aber sehr gute Freunde. Mhm. Offenbar, sonst wäre sie jetzt nicht da. Sehr. Genau. Mhm. Ich kann sie nur rühmen. Sie ist exzellent. Mhm. Nein, wir haben es gut zusammen. Sehr. Hast du Leute? Ja, ja. Leute. Aber ein geiles. Ja? Das hörst du jetzt immer bis hoch. Was heisst das da? Bruno? Das ist mein Name auf Japanisch. Bühler Bruno. Bühler Bruno? Du bist Japanisch. Glaubst du nicht? Was? Glaub ich schon. Das ist übrigens mein schwarzer Garten. Oh. Der ist auch so gestickt, Bühler Bruno. Ich hätte mir schon immer gewünscht, einen schwarzen Gurt zu haben.
aber ich hänge. Ja, eben. Aber das darf ich nicht geben. Ich weiss. Und ich den geschenkt überhaupt. Darf ich ihn mal anlegen? Das darfst du. Ist wahrscheinlich ein bisschen zu groß. Bruno. Hey! Was? Sie sind verschrocken, hast du gesehen? Okay. Verschreckend, auch auf dem Schreis. Bruno, das war gut. Ich oh mein Gott! Ich kann! Bist du viel in deiner Küche? Ah, wir sind ja in der Küche. Ja, wir sind in der Küche. Wir sind in der Küche. Für mich gibt es keine Küche, keine Scheisse. Es ist alles einfach dort, wo du wohl fühlst. Aber du hast ein WC, Bruno. Hier. Und zwar ein schönes WC. Oh! Ja! Yeah. Ah! Ja, es unterscheidet sich wirklich nicht gross von der Küche. Genau. Eben. Mit denen überwindest du viel Zeit. Aha. Wie eine Küche eigentlich. Aber Bruno, deine radikale blaue Phase hat noch gar nicht vor so langer Zeit angefangen. Nein, noch nicht so lange. Ich bin einfach. Ich kann mal blau also, wie lange? Etwa 2-3 Jahre. Vor 2 Jahren war da noch nichts blau. Nein. Hat es ein Schlüsselerlebnis gegeben in deinem Leben, wo nachher alles farbig und unkonventionell geworden ist? Manchmal braucht es ein Erlebnis im Leben, das dich wieder aufstellt. Und hat es das gegeben? Das hat es noch gegeben. Ich hatte Bilder gerade. Und über Nacht habe ich alle schräg aufgegeben. Es gibt im Fall mehr Arbeit als gerade. Und dann habe ich gedacht, hey, das ist wahr, ehrlich. Und dann habe ich gedacht, weißt du was, jetzt nimmst du Farbe. Die Inspiration war für mich, alle sind immer gerade. Mhm. Das hat mit der Anlegung zu tun. Alles, habt ihr übrigens gesehen, dass alles schräg ist? Was schräg? Möbel. Ah, ja. Nein, ich fühle mich eben total wohl. Das ist völlig meine Welt. Das tut mich gar nicht in dem Sinn jetzt komisch. Nein, weißt du, das ist nicht im rechten Winkel. Ja. Möbel. Ja. Aber ich habe mich jetzt einfach hier entfaltet und einfach das gemacht, wo ich mich wohlfühle. Und wenn ihr vielleicht die Hände gesehen habt, die Abdrücke oder die Füße. Wie hast du den Fuß dort angebracht? Das ist eine riesige Geschichte. Das ist dein Fuß bei dir? Auf einem Stuhl oben. Und ich habe. Weißt du noch? Ja. Könnt ihr das mal nachstellen? Wie ist das gegangen? Und wo ist der Topf? Das ist da. Gut. Also, ich habe den Fuß im Topf. Gut. Und jetzt. Das ist ja nicht tropfen. Genau. Und ich hatte auch einen gehabt, und Bettina musste ich auch haben. Jetzt schön ansetzen, Julia. Ich bin kleiner als Bettina. Und jetzt ohne Tropfen wieder runter. Gut, und absteigen vom Stuhl. Ohne und ich hatte ein Tüchli gehabt. Was fasziniert dich eigentlich so am Judo? Es ist nicht das Judo, es ist der Sport Budo allgemein. Wie Aikido, alles steht drin. Ehre, Anstand. Und Körperschule. Das hat mich immer auf den richtigen Weg gebracht. Was hat dich weg vom richtigen Weg gebracht? Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Das Teufelszeug. Bettina, rauchst du eigentlich auch? Ja. Okay, na, dann geht's ja. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das Schlafzimmer auch blau ist. Bist du nicht oben gewesen? No. Hm. Können wir schauen? Ja, sicher. Wie geht man rauf? Da. Da? Ah! Hey. Yeah. Hey, I'm just a single fella with a lot on my mind. And I'm a looking for me a woman, but she's mighty hard to find. Lord, ask my country cousin. Und hast du gesehen, der Edmond und seine Freundin? Der Edmond ist das. Was ist das? Mein der Maulwurf. Mein Kuscheltier. Da schaue ich immer Fernsehen. Oh. Ist egal. Die interessieren mich ein Scheissdreck.
jetzt hast du vorher hast du so einen Move gemacht, den ich glaube, kann der Jan nicht. Weißt du, diesen hier? Hey. Ja, schau, du kommst runter, gell? Ja, mach noch mal. Ich muss immer in der ersten Klasse bei der Frau Hofer. Das ist wichtig, gell? Aha, ja gut, der Bruno ist ein Judoka. Ja, schau jetzt dich. Nein, sorry. Man, schau jetzt mal an. Sollst du sterben kommen? Das ist die neue Generation. Was ist das? Gut, ich habe noch lange Beine. Okay, ja, ich kenn's. Ich weiss jetzt, dass an Bruno seine Partys abgegangen sind. Bruno, wenn man eine Weile bei dir ist, merkt man gar nicht mehr, dass alles schräg ist. Genau. Mhm. Wegen dem bin ich jetzt dran, das Zeug noch schräger zu stellen. dass es endlich auffällt. Das auffällt. Ja, stell es dich auf den Kopf. Regst dich auf, dass es nicht mehr auffällt. Das Ding ist doch auch schräg. Das siehst du, oder? Nein, ja. Das stimmt, aber man sieht es gar nicht mehr. Man sieht es nicht, wirklich. Ich weiss, man sieht es nicht, weil man sich an das gewöhnt ist. Mhm. Du stellst die Welt auf den Kopf und niemand merkt es. Genau. Darf man das anlangen? Darf. Oh! Pass auf. Ich habe den schwarzen Gürtel. Eben, du hast schwarzen Gürtel drum. Darfst du. Einmal. Ich bin nicht verschrocken. Aber lernen. Ich habe Schutz. Ist es scharf? Sehr. Wenn ich genug schnell, dann kann ich die köpfen. Aber soll ich vielleicht noch vorhaben? Ich gehe doch auf die Seite. Darf ich es probieren? Bruno. Ja, du darfst. Da! Bruno, das ist lächerlich. Das ist aber geil, oder? Bin ich eine gute Schülerin? Sehr. Sehr. Madonna! Okay, Viola, jetzt bist du bereit, um noch in die tiefste Höhle vorzudringen. Achtung, Bruno, wart! Polizei! Kommt nicht mehr raus. Gut. Du musst einfach die Links haben. Kommt jemand mit? Nein. Wer? Wieder im Partykeller. Ich schaue das eigentlich nicht als Partyräume an, sondern als Gemütlichkeitsräume. Ah. Nicht? Ja. Und eben, soll ich jeder sein Zeug anmalen, wie er will? Und ich habe mit dem kein Problem. Ja, das glaube ich. Jetzt kommst du rein. Du ziehst hier. Und jetzt. Ha! Jetzt ist gut. Hast du gesehen? Jetzt können wir weiter. Jetzt können wir weiter. Wir gehen jetzt ins Kloster. Ja. Ich glaube, er kommt nicht mit. Weißt du nicht, ob wir dort auch so laut sein können? Also, letzter Stopp in dieser Sendung. Kloster Maria Stein. Weil du bist mir immer in die Ohren gelegt, du willst mal in ein Kloster. Okay, gut. Wenn ich dort mal aber vergessen habe zu fragen, ist, hast du in ein Kloster mit Frauen oder mit Männern? Ja, schon eher mit Frauen, glaube ich. Okay. Sind es Männer? Wir haben es fast getroffen. Kloster. Kloster. Ich fühle mich so schuld. Ich habe das Gefühl, wenn ich in eine Kirche reinlaufe, bin ich schuldig. Ich weiß nicht warum. Weißt du, alles Böses? Nichts! Das ist wie, wenn du im Tram sitzt, du hast ein Billett, sogar zwei. Und wenn der Kondukteur reinkommt, hast du gleich Angst. Mhm. Kennst du das Gefühl? Oh ja, oder wenn der Polizist anhält mit meinem Auto. Und du hast nichts verbrochen. Aber du hast gleich irgendwie schweissige Finger. Und das ist genau gleich in der Kirche. Ich habe das Gefühl, ich bin schuldig.
Pater Armin kommt übrigens gerade aus den Ferien. Mönche haben 20 Tage Ferien im Jahr herausgefunden. Mit einem Budget von 100 Stutz am Tag. Ist jetzt aber nicht so wenig. Ist er das? Wahrscheinlich. Er ist übrigens verwandt mit dem Bernhard Russi. Miteinander. Grüezi. Hallo. Ich hätte mich gar nicht getraut, so laut zu reden. Aber wenn Sie jetzt... Ja, doch, das muss man ja hören. Okay. So durchnuscheln. Herzlich willkommen, wenn wir uns auf den Weg machen. Oder wie stellen Sie sich das vor? Ich stelle mir eigentlich meistens gar nichts vor. Ich habe bis vor ein paar Minuten gar nicht gewusst, was mich herführt. Also ich bin eigentlich wirklich quasi aus dem Himmel daher gesandt worden. Schaut. Es ist grün, also 120 Personen dürfen rein. Was fühlen Sie, wenn Sie in die Kirche laufen? Das ist für Sie ja etwas, was Sie tagtäglich machen. Für mich ist es immer speziell, weil ich nicht sehr oft in die Kirche bin. Mhm. Was empfinden Sie? Es ist vielleicht schon eine Gefahr, dass das etwas alltäglich wird. Mhm. Aber es ist irgendwie einfach eine schöne Gewohnheit auch. Und da wir ja unser Leben immer wie eine Abwechslung ist zwischen Gebet, Arbeit, Mahlzeit und so, dann nachher gehört das eigentlich automatisch dazu. Und wir haben auch da immer wunderschön Lichtspiel. Ich bin eigentlich ein sehr visueller Mensch. Also, sind Sie prädestiniert für einen Fernsehauftritt, wenn Sie ein visueller Mensch sind? Ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich schaue nicht viel Fernsehen. Dafür ihre Schwester, weil Pater Armin seine Schwester schaut immer Ding Dong. Ja. Wirklich? Ja. Also ich habe sie gefragt, habe gesagt, kennst du die Sendung? Ja, ja, doch, doch. Dann habe ich gesagt, eventuell komme ich dann auch mal ein. Sie können sie sonst grüssen. Ja, dann muss ich aber alle meine drei Geschwister grüssen. Ich habe zwei Schwestern, Annelies und Brigitte, und den Brüder Karl und seine Familie. Also dann herzlichen Gruß. Aber Sie können das immer noch rausschneiden. So ist es. Danke. Pater Armin, Sie sind mit 21 hier hingekommen. Nach der Matura gerade. Nach der Matura bin ich eben, beziehungsweise nach der bin ich nach Gran Canaria in Partyurlaub. Ja. Sie sind in dem Fall ins Kloster. Am Tag nach Tenero sind wir dort gegangen und haben eine Matura-Reise gemacht. Also ich bin im Kanton Uri aufgewachsen, in einem Dorf, wo, glaube ich, bei uns sind zwei oder drei reformierte Familien gewesen. Und sonst war alles katholisch gewesen. Und am Sonntag war die Kirche voll gewesen. Und ich bin die ganze Primarschule zu Klosterfrauen. Also da schon. Das Gift ist da schon ganz in kleinen Portionen. Ich sage das jetzt ganz bewusst. Ein bisschen, das Gift in kleinen Tröpfchen ist schon gesagt worden. Ich bin dann gekommen und bin geblieben. Ja. Jetzt zeige ich euch schnell noch unseren Speissaal. Was nicht möglich wäre, ist, wenn wir beim Essen sind. Einfach auch, weil wir beim Essen Stillschweigen haben. Es wird vorgelesen normalerweise. Wir tun am Anfang, solange man die Suppe isst, wird aus der Bibel vorgelesen. Das geht etwa zwei Jahre, bis wir die ganze Bibel durch sind. Und während Messe darf man wirklich nicht reden? Nein, der Benedikt schreibt sogar in der Regel, wenn man etwas braucht, soll man eher durch ein Zeichen am Tisch ihnen sagen, was man braucht. Ah. Wir haben zum Beispiel, wenn man das Brot will, dann nimmt man das Messer und stellt es so auf. Und das heisst, ich will noch Brot und der Tischdiener bringt das Brot. Und ihr seht hier. Oh, Sägekleider. Ja, wir haben einen Mitbruder, der eigentlich da auch ein bisschen Erziehung macht mit uns, dass wir auch mal modernere. AC/DC. Nein, das nicht. Nein, das nicht. Können Sie denn tanzen? Nicht so. Also, wie man damals tanzt hat, vor 40 Jahren, so, das ist schon noch gegangen. Aber so eine Walze brächte ich jetzt nicht an. Nein, ich auch nicht. Bruder Anton wird es zum Morgen richten. Der Bruder Anton tut jetzt schon zum Morgen richten. Ja, er kommt dann in den Kühlschrank. Mhm. Wissen Sie am Morgen? Hallo. Grüezi, am Morgen kommen wir gerade vom Bett. Guten Tag. Kommen wir gerade vom Bett. Der Klosterwach. Oh, ist das ein Liebe? Ja, ja. Sami, schön draußen warten. Komm, ja. Schön warten. Komm, schön. Ja. Schau, da sind Leute. Ah!
Da. Sie schauen auf den Sami. Ja, ich bin sein Papi. Aber er kann schon sein, das ist ein gutes Zeichen. Er ist ein Appenzeller Berner. Nicht auf den Bumpen. Ich will mal grüezi. Ja, bist du fein. Ich komme auch mit. Ja, Papi ist auch da. Jetzt bist du ein Abenteurer. Wo ist Bra? Woher kommt er? Also, aus einem Tierheim. Und haben Sie ihn geholt? Ja, wir hatten schon zwei Hündinnen. Und dann haben wir einen neuen Web gebraucht. Und dann bin ich ins Internet, Hundevermittlung. Der schaut mich an und ich wusste, du bist es. Also Liebe auf den ersten Blick. Sami! Ja, ist auch aufregend. Wo sind denn? Sie sagen, sein Papi haben sie nie vermisst, kein Kind zu haben. Ich habe das, die Frage nicht. Also ich denke, ich wäre wahrscheinlich ein guter Vater. Aber ich wäre wahrscheinlich ein schlechter Partner. Weil ich bin, ich muss sagen, besitzergreifend. Ah ja? Wo zeigt sich das? Ja, einfach so, auch bei Freundschaften und so. Mit Männern und Frauen, dass ich dann eigentlich so ein bisschen schnell eifersüchtig bin und so. Ah ja? Ja. Ich bin Witter. Ich auch? Ist das so? Ich bin aber nicht eifersüchtig. Am 10. April. Ich am 12. Darf ich noch mal hin? Ja. Bist du im Feinen? Oh, happy day. Since Jesus walked. Unser Tonchef hat ja noch Geburtstag. Könnten wir noch Happy Birthday spielen? Eine Runde. 50. Eine Runde, 50. Ja. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Silvio. Zum Geburtstag. Oh, jetzt kommt noch mehr, jetzt kommt alles, jetzt so. Als jede Stream Parade. Oh Gott. Nein, vor allem mit einem billigen Orchester. Das kann alles sein. Ja, alles. Happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Und da sind Sie jetzt zuhause. Ja. Haben Sie sich das Zimmer ausgesucht? Ja, ich bin seit 82 hier drin. Im gleichen Zimmer? Im gleichen Zimmer. Also, ich bin 81 geboren. Das heisst, Sie sind eigentlich, solange ich lebe, schon. Fast sind Sie da in dem Zimmer? Ja, 82 bin ich da hineingekommen. Ich habe immer gerne ein bisschen kreuz und quer das Zeug stehen. Das muss alles noch verlesen werden und sortiert. Mein Pult, der Schreibtisch. Ich bin gerade auch aus der Ferien zurückgekommen. Ich habe da noch das Geld, das Portemonnaie von der Ferienabrechnung und so. Das ist mein Arbeitszimmer und da. Wer ist das da? Das ist meine Mutter und das ist mein Vater. Ja. Und da ist einfach meine Schlafkoje. Klein. Rot ist meine Lieblingsfarbe. Wirklich, wie der Ferrari Joe. Ja. Und an den Senden hier hängt meine Bettlektüre. Eisenbahn. Wir haben alle. Die sind jetzt eben neu gemacht, die Sender. Ah, ja. Ganz modern. Das haben wir müssen und ein Waage. Ja. Oh, darf ich mal draufstehen? Ja. Wieso? Meine ist seit einem Jahr kaputt und ich habe Sorgen. Was wäre so gut für dich? 80. Jesus. Oh, oh, oh. Ui, nein, das kann nicht sein. Scheiße, ich versuche es noch. Ist die korrekt? Oh, oh. Okay. 85. Ich weiss, wer jetzt in mein Nachtgebet einfließen lässt. Aber schauen Sie in dem Fall auf die Figur, dass Sie einen Waage haben. Ja, ich habe ein bisschen Diabetes und versuche das Ganze mit dem Gewicht in den Griff zu bekommen.
Also, ja. Ich habe 20 Kilo abgenommen, seit ich den Hund habe. Was ist eigentlich das Schönste an Ihrem Leben hier im Kloster? Oh, das sind ein Haufen Sachen, wenn ich jetzt anfange. Man muss sich nicht ums Alltägliche kümmern. Man kann an den Tisch sitzen. Wenn man Zahnpasta braucht, weiss ich, in diesem Schrank hat es mehrere zur Auswahl. Und dann kann man kann einfach, es ist für einen gesorgt. Und ich muss nicht neu mehr am Kühlschrank einen Zettel haben. Das und das und das und das besorgen. Das ist eigentlich. Und natürlich die Gemeinschaft selber. Das sollte an erster Stelle stehen. Man ist nicht allein. Und vor allem auch im Alter ist für einen gesorgt. Ist denn schön? Nie schade. Nein! Genau. Hör auf! Mach! Nein! Es sieht aus wie ein Backstage-Bereich.